Es ist wieder Zeit für ein Wochenupdate. Es hat sich einiges verändert. Deshalb möchten wir euch in dem heutigen Video zeigen, welche baulichen Fortschritte wir erreicht haben, welche Hürden es aber auch gab und wie unsere Pläne für die kommenden Wochen aussehen. Wir sind Ilan noch hinter der Kamera und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Als Farbupdates aus der letzten Woche gibt es die Decke über mir, die noch ausstand, gestrichen zu werden. Das ist jetzt die Decke unterhalb unseres Balkons. Die Hauptdecke unseres Hauses wurde zum Glück aber schon damals, als wir das Haus bestellt haben, komplett gestrichen. Da sind wir sehr dankbar für, weil das ganz schön anstrengend war, immer kopfüber zu streichen und es tatsächlich auch schwer ist, durch dieses offenliegende Ständerwerk in die kleinen Ecken von dem Fachwerk zu kommen. Also das ist gar nicht so easy. Wir haben da nochmal andere Pinsel gekauft und ein bisschen rumprobiert. Am Ende sind wir auch ganz zufrieden, aber würden wir es nochmal machen, dann hätten wir es auch auf jeden Fall an dieser Wand oder an dieser Decke schon vorab streichen lassen. Und weil wir noch ein bisschen Farbe auch im Töpfchen hatten und ich mit der Decke soweit durch war, hatte ich dann auch gleich schon mal noch an zwei, drei anderen Stellen wie an dieser Wand den zweiten Anstrich gemacht. Wie auch schon letzte Woche gesagt, war es ja so, dass wir durch die dunkle Okumir-Sperrholzplatte einfach das Problem hatten, dass der erste Anstrich nicht ausreichend gedeckt hat. Das heißt, wir sind da jetzt einfach nochmal ein zweites Mal drüber. Das müssen wir noch an anderen Stellen des Hauses auch machen, aber das macht tatsächlich schon wieder sehr, sehr viel aus und gefällt uns optisch sehr gut. Und da wir sowieso schon im Arbeitszimmer sind, hier in unserem kleinen Zimmerchen im Tiny House, möchte ich euch oder wir euch gleich mal unsere nächste Erneuerung zeigen. Zack. Es funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert, aber wir bewusst auch so gelassen haben, ist, dass man, wenn man die Tür ganz verschwinden lassen möchte, muss man sie hier ein wenig eindrücken und dann einfach zurücksetzen. Und wenn wir jetzt beispielsweise losfahren und wir wollen, dass die Tür nicht wieder zugeht, dann drückt man sie einmal rein und jetzt ist sie hier oben verankert. Also das hat einige Zeit gedauert, das so zu installieren, dass alles passt. Entschieden haben wir uns hier für eine Aluminiumschiene, die wir hier vorne gekürzt haben, damit sie auch von der Länge her passt. Auf jeden Fall sind das Leichtbauplatten von Pyros Panels. Das ist die Leisekorbplatte. Das erste Mal in meinem Leben habe ich eine Bügelkante installiert. Das war sehr spannend. Ich wusste gar nicht, dass das so einfach ist, ehrlich gesagt. Die ist ja 2 cm stark, die Platte. Und das ging relativ problemlos, obwohl wir eben die Waben im Innenraum haben. Das heißt, sie ist deshalb auch so leicht, weil sie natürlich überwiegend aus Luft und Waben besteht und außen dann eben diese 2 Deckschichten. Und das hielt aber wunderbar. Und oben mussten wir dann eben, damit das auch hier hält, damit die Konstruktion hält, einen Einleimer machen und haben uns da eben für Reste von unserer Arbeitsplatte entschieden, die wir dann eben zurechtgeschnitten haben in länglichen Streifen und dann hier eben verleimt. Die Haken selbst sind so installiert, dass wir einmal vorgebohrt haben, dann haben wir einen Dübel reingesetzt. Wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen, dass es auch wirklich hält und haben es dann eben in den Dübel verschraubt hier. Das heißt, am Ende musste die Platte nur noch justiert werden, nur noch, so dass sie hier gut abschließt. Ich zeige euch das mal, jetzt muss ich ein bisschen ruckhafter sein, dass sie hier eben auch perfekt abschließt. Hier ist ja eine Aussparung, wie man sieht. Und dass sie in der richtigen Höhe abschließt, dass die Führung auch gut sitzt. Ne? Das waren so die Kleinigkeiten. Also dieses Justieren hier und da nimmt dann leider sehr viel Zeit in Anspruch, aber ich finde, es lohnt sich. Hier bei der Tür muss ich noch erwähnen, dass ich hier etwas schneller vorgegangen bin. Ja, ich habe das versucht draußen anzustreichen, da ist natürlich auch noch Dreck auf die Platte gekommen und so. Es war wirklich kein schönes Erlebnis für mich, muss ich ehrlich sagen, bis die Farbe endlich durchtrocknete. Am Ende habe ich jetzt viel zu viel Farbe dran gemacht, habe mittlerweile schon abgeschliffen, aber wir müssen nochmal ran. Bezüglich der Griffe, momentan, wie man sieht, fehlen sie ja noch. Wir haben uns da noch nicht final entschieden. Wir brauchen auf jeden Fall etwas, was hier verschwinden kann und hier nicht kollidiert. Aber auch natürlich, weil die Platte nur 2 cm stark ist, sind die Griffe, die eingefasst sind, wahrscheinlich etwas zu tief, jedenfalls nach unserer ersten Recherche. Deshalb wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man hier einfach ein Loch bohrt oder sich selbst was bastelt. Die zweite Tür, hier ist sie,
So sieht das aus. Man hört mich jetzt auch nicht mehr so deutlich. Schön. Ja, also es ist wirklich toll, die Türen hier zu haben. Es macht es einfach deutlich wohnlicher. Es ist auch so, dass es recht stickig wird hier im Raum. Wenn der wirklich geschlossen ist, sind wir sehr dankbar um unser Fenster und unseren Ablüfter. Am Ende ist es so, dass wir uns dafür entschieden haben, solche Scharniere hier zu wählen, die man eher aus dem Gartenbereich kennt, nicht von Türen, weil wir haben natürlich einmal hier wieder die Leichtbauplatten verwendet, also die Leisekorbplatten, für die wir sehr dankbar sind, weil somit war es einfach auch ein leichteres Spiel in der Handhabung. Auch hier habe ich wieder Bügelkanten gesetzt. Der Clou an den Platten ist allerdings, dass ich natürlich, außer ich mache wieder einen Einleimer, was wir uns dieses Mal ersparen wollten, obwohl es jetzt auch nicht so kompliziert ist, aber es ist ja auch Gewicht. Und das kann man sich ersparen, indem man vielleicht hier dann eine Lösung wählt, wie wir sie gewählt haben. Diese Schrauben haben wir hierfür verwendet. Und zwar war der Gedanke eigentlich recht einfach. Wir bohren Löcher vor, natürlich. Und zwar genauso viele, wie wir benötigen. Schieben die durch unser Scharnier. Und befestigen die dann auf der anderen Seite mit einer Scheibe und einer Mutter. Das Einzige, was wir noch machen mussten, ist, die ersten drei Schrauben hier vorne am Scharnier selbst, also am Balken, zu kürzen, damit die Tür auch ganz aufgeht. Dann ist uns aufgefallen, dass es hier vorne natürlich nicht so schön aussieht. Da sich das Scharnier nach innen öffnet, haben wir das natürlich zur Wohnzimmerseite her gesehen, haben uns also dafür entschieden, dass wir nochmal das Scharnier bestellen. Jetzt haben wir irgendwie nur eine Bestellung aufgegeben, das heißt, das zweite Scharnier ist schon auf dem Weg. Und haben dann hier einfach den Rest abgeschnitten oder weggeschnitten, weil es ja keine Funktion übernimmt. Es soll eigentlich nur die optische Funktion übernehmen und fanden das dann recht schön als Abschluss auch zum Wohnzimmer hin, weil irgendwie hat da was gefehlt. Falls ihr euch fragt, was das hier für ein Knopf bzw. Griff ist, der ist eigentlich für unsere Dusche gewesen. Wir haben ihn aber nicht verwendet, weil er sehr schwer ist. Ich glaube sogar, dieser Knopf ist schwerer als die gesamte Tür, ja, gefühlt. Und trotzdem... es ist jetzt erstmal eine Übergangslösung. Da haben wir jetzt auch wieder ein Loch gebohrt. Wir brauchen natürlich etwas, was sich links und rechts so verschrauben lässt. Somit üben wir auch keinen Druck oder keine Last mit irgendeiner Schraube aus, die hier halten muss, sondern wir drücken natürlich von der anderen Seite gegen, verschrauben das Ganze und dann hält auch alles in einer Leichtbauplatte. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und so haben wir das jetzt hier erstmal gelöst. Es kann auch gut sein, dass wir noch, damit die Türen besser schließen und dann auch zusammenbleiben, noch Magnete verbauen werden, bei beiden Türen vielleicht. Wir haben ja die ORAC-Dekore, also diese Leisten bestellt. Dem werden wir uns dann auch in den nächsten Wochen widmen. Wir haben jetzt mal so einen Testschnitt gemacht, um auch zu gucken, wie groß bleibt noch die Lücke. So, das wäre dann zum Beispiel Seite 1. Und hier dann Seite 2. Das gefällt uns optisch schon ganz gut. Und hier kommt natürlich noch die dritte Seite. Das war jetzt erstmal nur ein Test. Das heißt, was steht in den nächsten Wochen an? Ich habe es schon in der Hand. Es werden auf jeden Fall die Dekore vorbereitet. Wir werden mal schauen, wie gut wir da zurechtkommen. Ich schätze, dass sich das richtig lange ziehen wird, bis wir wirklich überall hier durch sind. Natürlich werden auch noch die letzten Wände dann gestrichen, die letzten Pinselreste. Da fällt einem immer noch mal was auf. Und dann sind wir langsam so weit, dass wir mit dem Möbelbau starten können. Was uns noch aufgefallen ist hier an der Heizung, bei der Abdeckung, wir hatten euch ja gesagt oder auch schon gezeigt, dass das Dekor, welches wir auch für die Küche verwendet haben, wir auch hier für die Heizungsablage benutzt haben. Uns ist aber aufgefallen, gerade weil diese Seite noch nicht fertig ist, dass uns vom Look, gerade wo jetzt auch gestrichen ist, es eigentlich holzig besser gefällt. Und wir auch finden, dass es irgendwie besser in den Kontext passt und dass das Dekor in der Küche super ist. Also besser hätte es für uns nicht sein können optisch, das ist ja immer Geschmackssache. Aber dass es uns jetzt für die Ablage an der Heizung irgendwie nicht so zusagt. Das heißt, hier nehmen wir es vielleicht nochmal ab. Wir schauen mal, wenn wir das Holz behandeln, wie es dann am Ende wirkt, ob uns das gut gefällt. Und eine Sache hätte ich noch fast vergessen. Wir gehen mal kurz. Ist so cool, jetzt eine Tür aufzumachen, ne? Ich wollte so schnell schon zum Möbelbau. Ganz so schnell werden wir dann wahrscheinlich noch nicht sein, da dieser Treppenschrank natürlich noch gebaut werden muss. Die Treppe besteht ja, aber der Frischwassertank, der muss natürlich jetzt noch verkoffert werden. Hierüber wird dann noch eine Schranktür entstehen, vielleicht mit ein paar Regalbrettern drin.
Ja, das sollte natürlich noch gemacht werden, bevor wir mit dem Möbelbau anfangen. Wir sind da immer so ein bisschen ungeduldig und wollen am liebsten schnell machen, dass wir endlich einziehen können. Aber das ist doch noch so eine essentielle Sache, die wir vorab machen möchten. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, euch hat unser Wochenupdate-Video gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben, ein Abo von unserem Kanal. Kommentiert gerne, wenn ihr noch weitere Ideen oder Anreize für uns habt. Da freuen wir uns sehr. Und freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!